Christoph Gilles, Pressesprecher, Polizei Köln. Wir sind gegen 6 Uhr alarmiert worden, demzufolge ein Anwohner der zweiten Etage dieses Mehrfamilienhauses sich in seiner Wohnung verschanzt habe. Der Mann soll demzufolge auch Zugriff auf eine Propangasflasche sowie Messer haben. Wir haben starke Kräfte herangeführt und in Abstimmung mit der Feuerwehr, die ebenfalls hier sehr stark präsent ist, haben wir dann auch den Zugriff geplant. Die umliegenden Wohnungen wurden evakuiert. In dem Moment, als die Spezialkräfte in die Wohnung eindrangen, ist es zu einer Verpuffung gekommen. Die Wohnung hat Feuer gefangen. Was dort genau gebrannt hat, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Brandermittler. Doch mal. Ja, bleiben Sie ruhig. Ruhe bewahren. Das bedeutet es jetzt gerade, ja? Wir sind ja im Gebäude drin. Ja. Wir kümmern uns, ja? Ich hätte die viel früher rausholen sollen. Nicht da und dann warten. Ihr hättet die heute Morgen schon in die Wacken hier können. Wenn was passiert, dann musst du das herzlich rausstören. Ja, das ist verständlich.
Mach das aus. Mein Onkel auch hilft der Polizei, ja. Der Verursacher ist auf den Rückgrat, den Balkon geflüchtet und von dort in ein Gebüsch gesprungen. Hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, wurde im RTW in eine Klinik gefahren. Auch wir beklagen derzeit mehrere Verletzte. Des Weiteren wurden auch Anwohner dieses Gebäudes verletzt, die aktuell medizinisch betreut werden. Ja, können Sie erstmal noch was für die Verletzten sagen? Also welche Größenordnung und was für Einsatzkräfte sind da verletzt? Es sind mehrere Einsatzkräfte verletzt worden, sowie auch mehrere Anwohner, die jetzt alle medizinisch betreut werden. Zum Verletzungsstatus können wir uns aktuell noch nicht aus. Wir hatten Hinweise darauf, dass dieser Mann Zugriff auf eine Propangasflasche hat. Was dann letzten Endes hier umgesetzt wurde, was hier verpufft ist, das ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Kam es durch einen Irritationskörper der Spezialeinheiten eventuell zu dieser Zündung? Das wäre spekulativ, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Also bei aller Liebe, ein bisschen Feingefühl gibt es nicht, oder? Aber das ist ein Programm.